Thank you for listening to this episode of History Exchange. Danke, dass Sie wieder dabei sind bei dieser Episode von History Exchange. Further information can be found on Center Austria's homepage www.centeraustria.org. Und auf der Homepage des Instituts für Zeitgeschichte der Universität Innsbruck www.uibk.ac.at/zeitgeschichte. Herzlich willkommen zur heutigen Folge von History Exchange. Ich bin Maja Klostermann und meine Interviewkollegin ist Sonja Schädler. Wir befinden uns heute im Tonstudio der Abteilung Digitale Medien und Lerntechnologien im Untergeschoss des Skywi-Turms an der Universität Innsbruck. Wir schreiben den 30. November 2023 und wir freuen uns sehr, dass wir heute zwei anerkannte und geschätzte Persönlichkeiten zu Gast haben, um über das Thema Digitale Geschichtswissenschaften von den Anfängen in den 1990er Jahren bis zu den Herausforderungen der Gegenwart zu sprechen. Unsere Gäste heute sind Frau Magister Dr. Ingrid Böhler, derzeit Senior Scientist und Leiterin des Instituts für Zeitgeschichte an der Universität Innsbruck, sowie Frau Magister Dr. Eva Pfanzelter, seit Juli 2018 stellvertretende Institutsleiterin. Bevor wir jedoch in die Details ihrer Forschung eintauchen, möchten wir ganz kurz einen Blick auf einige der wichtigsten Schlagworte werfen, um einen Vorgeschmack auf die Tiefe und Breite ihrer Arbeit als Historikerinnen zu bekommen. Dr. Ingrid Böhler wurde 1964 geboren und studierte Geschichte und Germanistik an den Universitäten Innsbruck und Salzburg. Ihre Forschungsinteressen erstrecken sich von der österreichischen Zeitgeschichte über Regionalgeschichte bis zur jüdischen Geschichte und quantifizierende Geschichte. Sie ist nicht nur Institutsleiterin, sondern auch in verschiedenen Gremien und Redaktionen aktiv, darunter die Zeitschrift Zeitgeschichte. Professor Dr. Eva Pfanzelter, geboren 1969 in Bozen, hat sich auf europäische und regionale Zeitgeschichte, Holocauststudien, Erinnerungskulturen, Geschichtspolitik und Migrationsgeschichte spezialisiert. Neben ihrer Position als Assistenzprofessorin am Institut für Zeitgeschichte der Universität Innsbruck ist sie auch Vorsitzende des Fakultätsrats der Philosophisch-Historischen Fakultät. Beide Historikerinnen haben einen beeindruckenden Beitrag zu den digitalen Geschichtswissenschaften geleistet und sind maßgeblich an Projekten wie dem Zeitgeschichte-Informationssystem CIS beteiligt, welches seit Februar 1995 Informationen zu ausgewählten Themen der zeithistorischen Forschung bietet. In unserem Gespräch werden wir tiefer in diese Thematik eintauchen und die Entwicklungen, Herausforderungen und Chancen der digitalen Geschichtswissenschaften im Laufe der Zeit erkunden. Diese erste Staffel des Podcasts wird anlässlich der Pensionierung von Günther Bischoff aufgenommen, dem Direktor des Center Austria und Lehrende an der UNO, ja, der auch als mehrmaliger Gastprofessor am Institut für Zeitgeschichte hier in Innsbruck tätig war. Frau Pfanzelter, Sie waren im vergangenen Sommersemester 2023 am History Department an der University of New Orleans als Gastprofessorin. Können Sie uns vielleicht ganz kurz ansprechen, aussprechen, wie Sie Günther Bischof erlebt haben? Günther Bischof ist in New Orleans und im, dort im Center Austria immer noch als sehr aktiver, auch wenn jetzt in großen Schritten in Richtung Pensionierung gehender Professor aktiv. Er spaziert durch die Hallen wie der ehemalige Leiter und derzeitige Leiter des Centers. Sehr gern gesehener Gast nach wie vor. Er leitet im Hintergrund immer, immer noch sehr wohlwollend die Geschäfte dort. Er ist ein sicher sehr guter Vertreter der Verbindung USA, Europa und hier besonders natürlich New Orleans und verschiedene österreichische Institutionen. Also ein sehr, ja, sehr präsenter äh, Professor nach wie vor. Und Frau Dr. Böhler, wie sind Sie denn mit ihm in Kontakt getreten? Ich kenne Günther schon sehr lange. Irgendwie war er immer schon da. Ich bin seit 1993 am Institut für Zeitgeschichte und irgendwie gab es den Günther damals schon. Das hatte damit zu tun, dass am Institut auch immer Kalter Krieg gemacht wurde. Und eben, nachdem, wie Evi gesagt hat, Günther eben vor allem die, die Achse Österreich, USA oder Österreich im Kalten Krieg äh, wissenschaftlich ähm, bearbeitet hat, ähm, ergab sich hier einfach ähm, viel an Anknüpfungspunkten. Außerdem hat Günther in Innsbruck studiert. Und ähm, so gesehen ähm, stand er auch ähm, immer schon für die Partnerschaft zwischen New Orleans und äh, der Uni Innsbruck. Und hier hat sich das Institut immer auch beteiligt an diesem Austausch. Eben zuletzt war Efi New Orleans. Darüber hinaus, wenn ich noch eine kleine Anekdote erzählen darf. Das letzte Mal war Günther im Sommersemester 2020 Gastprofessor bei uns und ich glaube, er war der einsamste Gastprofessor, den die Uni Innsbruck jemals gesehen hat. Wir erinnern uns, also seine Anfänge des Unterrichtens fielen dann zusammen mit dem ersten schweren Lockdown. Und ähm, er musste dann ähm, wöchentlich in den Hörsaal spazieren, um dort seine Lehrveranstaltungen zu streamen und dann über, durch die Menschenlehre Uni über menschenleere Straßen wieder zurück äh, in seine kleine Wohnung. Ja, ähm, Das war sein, sein letztes äh, ähm, Lehren hier bei uns äh, im Rahmen äh, des, des Geschichtestudiums. Okay. Das klingt ein bisschen einsam, aber das haben wir jetzt zum Glück hinter uns. Ja, abgesehen von der persönlichen Ebene, ganz kurz gefragt, was beeindruckt Sie an seiner historischen Arbeit? also günther ist ein unglaublich produktiver und auch sehr äh, schneller arbeiter. Äh, das habe ich immer wieder festgestellt. ich habe mit ihm äh, zusammen auch schon äh, publiziert. Ähm, ich habe manchmal was für äh, cas contemporary austrian studies ähm, äh, gemacht und umgekehrt. Äh, hat er bei sammelbandprojekten äh, von mir beziehungsweise des instituts auch immer was äh, beigesteuert. und wenn man mit günther einen deal hat, hatte dann hat das immer funktioniert und zwar sehr zügig wenn ich vielleicht noch was ergänzen darf, ich würde sagen, Günther, äh, Günthers ganz großes Verdienst ist wirklich dieses Netzwerk, das er gemacht hat zwischen den USA und zwischen Österreich und Österreich heißt hier auch mal einen ganz st starken westlichen Schwerpunkt. Also die Schiene Tirol Vorarlberg, auch Südtirol, die hat Günther sehr stark promotet und das ist, glaube ich, schon etwas Einzigartiges. Auch wenn wir jetzt mit Beziehungen zu den USA sprechen und das zieht sich auch in seinen wissenschaftlichen Arbeiten durchaus äh, durch. Okay, das hört sich sehr gut an. Bevor wir uns der Tiefe der digitalen Geschichtswissenschaft widmen, lohnt es sich, die Grundlagen zu klären. Historische Forschung im digitalen Zeitalter ist zweifellos von essentieller Bedeutung. Können Sie uns zunächst einen Überblick geben, wie sich die digitalen Geschichtswissenschaften definieren? Was verbirgt sich eigentlich hinter dem Begriff? Und was macht die Kombination von Digitalisierung und Geschichte in Ihren Augen so spannend? Also, Sie fragen dann nach einer Definition, was denn Digital History sei. Und da muss man einschränkend dazu sagen, eine knackige Definition existiert ähm, leider nicht. Es ist eben von Anfang an etwas gewesen, was eine ungeheure Dynamik äh, gehabt hat. Es war immer schon sehr interdisziplinär. Also, ein breites Feld von, von Initiativen fallen irgendwie in das, was wir Digital History äh, nennen, hinein. Wenn man so also das ganz grobkörnig versucht auseinanderzudröseln, würde ich sagen, äh, es gibt Drei wichtige Bereiche. Der erste Bereich, der hat äh, mit Archiven, Archivwesen und Quellen zu tun. Also Digitalisierung und Zugänglichmachung äh, von Quellen ist so ganz ein zentraler Bereich. Der zweite, äh, da sind die Schlagworte Arbeitsweisen und Methoden zu nennen. Also alles, sagen wir mal, wofür man einen Computer und Software für Quellengenerierung, Quellenmanagement und eben auch deren Auswertung benötigt. Der dritte Bereich äh, ist schließlich der Bereich der Kommunikation und eben auch der äh, Verbreitung von äh, Forschungsresultaten, also alles, was man mit Dissemination meint. Und da hat sich natürlich auch ungeheuer viel äh, durch die Möglichkeiten äh, der Digitalisierung, die Möglichkeiten äh, der Multimedialität, die im Internet eben einfach dazugehört, äh, getan. Also Public History, von der wir heute sprechen, die gäbe es ohne Digitalisierung nicht. Aber man könnte noch andere Dinge sicher hier auch noch dazu äh, sagen, die eben auch wichtig und spannend sind. Zum Beispiel muss man das Thema auch historisieren. Also äh, eben die Digitalisierung in den Geisteswissenschaften, in der Geschichte hat selber wieder eine Geschichte, die spannend ist, äh, genauer zu betrachten. Es ist nicht vom Himmel gefallen, ja. es wurde gemacht frau veranstalter ich glaube sie haben dazu schon äh, artikel geschrieben wenn ich mich nicht recht äh, erinnere sie erinnern sich recht ja das habe ich ich habe vor allem versucht hier auch die sogenannte hüttenbatschenzeit so hat es geheißen in innsbruck zu rekonstruieren das waren die ganz frühen ähm, ja Ge-Versuche der, der, der Computerwissenschaften, damals noch elektronische Datenverarbeitung natürlich genannt, in den 50er, 60er, 70er Jahren hier in Innsbruck zu rekonstruieren. Führend waren in Innsbruck die äh, Physik natürlich, aber auch die Biologen waren früh dran. Auch die Bibliothekswissenschaften, muss man sagen. Ähm, auch hier ganz ein wichtiger Beitrag der Uni Innsbruck oder dieser Menschen, die hier beteiligt waren an der Digitalisierung Österreichs, dieses ähm, ja, digitale Backbone, also im Grunde diese Hauptleitung, die wir zwischen dem Westen und Wien haben, dafür ist Innsbruck auch weitgehend verantwortlich. Äh, um vielleicht ganz kurz zu erklären, die Hüttenpatschenzeit, dieser Ausdruck stammt von einem meiner damaligen Interviewpartner, der mir erzählt hat, äh, damals waren natürlich Computer viel größer, raumfassend groß und man musste, um hier von diesem Programm zur tatsächlichen, äh, zum Ausdruck zu kommen von Dingen, die sie... Berechnet haben mit diesen großen Großrechnermaschinen, Zuse und so weiter, musste man in den ersten Stock des alten Unigebäudes gehen, ins hintere Eck und dann musste man Batschen anziehen, wirklich Hüttenbatschen, weil man durfte in diesen Raum keinen Stab reinbringen, damit die Maschine funktionierte. Also man ging da wirklich mit Batschen durch die Gegend und sie haben das immer die Hüttenbatschen genannt. Für unsere Freunde und Freundinnen aus Deutschland, Batschen ist ein Dialektwort und heißt Hausschuhe. Vielleicht, was sie noch. Ergänzen darf. Die Geschichte in Innsbruck ist spannend, hat viele Facetten, äh, tatsächlich äh, große Entwicklungen, die hier in den 70er, 80er Jahren zu be zu be ja, die zu, zu beforschen auch, wären für uns als Historikerinnen äh, richtig angefangen. Hat es in Innsbruck tatsächlich erst mit der Einsetzung des Instituts für Informatik in den 2000er Jahren am Anfang. Und seitdem ist es natürlich eine ungeheure Dynamik, die hier entstanden ist. Ähm, aber da gibt es auch für, eben für Historikerinnen noch viel zu tun. Ich habe nur die, ein paar Spuren verfolgen können. War wirklich spannende Geschichte aber, weil wir viele Leute haben, die hier damit beschäftigt waren. Wenn ich vielleicht noch gerade was ergänzen darf zur, zur Frage eben äh, der Definition der digitalen Geschichtswissenschaft. Natürlich auch die Zeitgeschichte hat hier ganz eigene Wege, die sie geht oder gehen muss. Wir sind der gesellschaftsrelevante, zeitnahe äh, Wissenschaft und sind natürlich von diesen Entwicklungen, äh, die auch derzeit so umtriebig äh, uns alle beschäftigen, äh, wie eben diese digitale Welt unsere Gesellschaften beeinflusst, auch besonders betroffen. Und vielleicht gerade deswegen ist für uns die Herausforderung, diese multimodale Welt ja, zu beforschen, zu begreifen, zu begleiten, auch besonders spannend, wenn wir das Wort aufgreifen, das Sie hier genannt haben. Wie Sie wissen, vielleicht gerade zurzeit haben wir eine ja, Ringvorlesung und andere Aktivitäten im Bereich der Game Studies, Historical Game Studies an der Universität hier laufen. Also Immer ein bisschen so am Zug der Zeit sein, an den Trends der Zeit sein, ist sicher auch eine besondere Herausforderung. Mit einem klaren Verständnis der digitalen Geschichtswissenschaften als Hintergrund möchten wir nun natürlich auch näher auf die Verbindung von Digitalisierung und Geschichte eingehen. Und hierbei interessiert natürlich vor allem, was Ihre Arbeit in diesem Bereich ist, was Ihre Arbeit in diesem Bereich konkret umfasst. Ja, ich versuche das anders zu formulieren, mit dem Schlaglicht auf das sogenannte Digital Age. Wie verbinden Sie gegenwärtig die ja doch relativ weiten Begrifflichkeiten und natürlich auch alles, was da mitschwingt, von Digitalisierung und Geschichte? Wenn ich anfangen darf, also ähm, ich sehe mich selber hier in erster Linie als Zeitzeugin und auch als Akteurin, vor allem in der Frühzeit des Internet. Ja? Ähm, in der Einleitung wurde bereits auf CIS Bezug genommen. Und äh, das war gewissermaßen auch mein Entree hier am Institut für Zeitgeschichte. Ähm, also ich glaube, es ist ein Charakteristikum unseres Instituts dass man für Innovation eigentlich immer sehr offen war. Und man könnte es auch anders sagen, man hat da nichts anbrennen lassen. Wenn es irgendwie einen neuen Trend gab, dann hat man versucht, da auch dabei zu sein. Und so war das auch bei der Digitalisierung. Ja. Oder eben bei, wie immer man das damals äh, genannt hat, irgendwie, es war klar, der Trend geht in Richtung Computer, es geht in Richtung Kommunikation via Internet, wobei man sich damals noch nicht genau vorstellen konnte, was das eigentlich ist. Ähm, die, äh, zum Beispiel der damalige Leiter des Instituts, Rolf Steininger, der hat sich vorgestellt, wir machen da jetzt mit was, mit Computern, wir schicken dann Disketten durch die Gegend, ja. Ähm, das hat sich sehr rasch überholt, aber das ist auch ein Beispiel dafür, wie schnell sich diese Dinge da verändert haben. Und ähm, mein Job war es eben, äh, ich muss mich um dieses CIS kümmern. Also, es gab da irgendwie schon einen Namen, aber was es denn genau sein sollte, das war nicht klar. Ja, und dann haben wir uns irgendwie an die Arbeit gemacht und das hat nicht lange gedauert, dass eben dann auch äh, Efi ans Institut gekommen ist und ich sie äh, sozusagen an meiner Seite hatte oder sie mich an ihrer Seite. Also, wir haben das dann irgendwie versucht, äh, gemeinsam mit Leben zu füllen. Und das ist auch so ein bisschen äh, Hinweis auf die äh, Gründerzeit. Euphorie auch äh, damals und was da alles möglich war. Also, man, äh, ja, klare Vorstellungen gab es nicht, klare Vorgaben äh, dementsprechend auch nicht. Eben, ähm, Rolf Steininger hat ein bisschen Geld beim Ministerium für die ganze Sache äh, locker gemacht. Und dann mussten wir irgendwie, ja, wir haben dann bemerkt, oh, es gibt da dieses Internet. Und ähm, da müssen wir jetzt irgendwie rein. Ich hatte, ich habe damals in einer WG gewohnt und ich hatte einen Mitbewohner, der war Physikstudent. Der hat uns dann diese erste Homepage ähm, und die dahinterstehende Datenbanklösung programmiert. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Das ging irgendwie. Und ähm, das war ähm, sozusagen der Anfang. Und also ich erinnere mich recht gut an, an diese Zeiten, eben auch selber die. Wie mich das beflügelt hat, ja, in diesen, in diesen also Mitte der 90er Jahre oder in der zweiten Hälfte der 90er Jahre, in diese Welt des Internet, was es halt damals war, einzutauchen, ja. Und das war wirklich Neuland. Das war ähm, wie eine Entdeckung, ja. Damals haben wir das Wort virtuelle Welt, glaube ich, noch nicht gekannt. Aber es hat sich angefühlt, wirklich wie ein anderes, aufregendes Land, in das man äh, reist, ja. Und wir können vielleicht später noch mal darauf zurückkommen. Äh, die Euphorie, die ist natürlich äh, dann mit der Zeit ein bisschen in Frage gestellt worden durch ähm, äh, ja, wie sich das Internet halt auch äh, entwickelt hat. Aber eben noch mal äh, zurück zu, zu meiner Rolle in diesem Bereich. Eben, also ich sehe mich hier äh, gewissermaßen als eine Akteurin der frühen Zeit. Ich habe in meinen eigenen Forschungen schon auch mit edv gestützten quantifizierenden Methoden äh, gearbeitet. Ja. Ich weiß nicht, wie es Studierenden heute geht. Wir haben damals jedenfalls äh, ganz stark das Gefühl gehabt, es mit dem Computer wird wichtig, aber wir haben es nicht gelernt an der Uni. Ja. Und so habe ich dann eben auch Zusatzausbildungen gemacht. Äh, die Efi war an den berühmten Quant Qual Kursen in Salzburg äh, zu Gast beispielsweise. Und das hat man dann halt versucht, auch irgendwie ähm, umzusetzen. Wir beide haben ähm, einen, also der Big Names, was die frühe Digital History angeht, auch als Lehrenden live erlebt, das ist Manfred Thaler. Eben, und wir haben irgendwie was damit äh, gemacht. Mein ähm, Beitrag, würde ich sagen, ähm, für die Community war gewissermaßen dann ähm, mit CIS auch abgeschlossen. Ähm, CIS äh, gibt es immer noch, aber es ist eigentlich äh, eben etwas fürs Archiv oder es ist ähm, archiviert. Es ist immer noch über die ähm, Webpage des Instituts äh, aufrufbar. Aber irgendwann hat der Trend haben sich die Technologien, aber auch ähm, der Trend in Sachen so, was man so Fachportale nennt, ähm, sich ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt, die vor allem eben für so, so eine kleine Initiative einen, an einem nicht besonders großen Institut viel zu viel gewesen wäre. Ja? Ähm, über die neueren äh, Entwicklungen da kann äh, die Efi viel mehr sagen als ich. Aber ich muss trotzdem in die Zeit zurück, weil es war wirklich eine ganz spannende Zeit. Ich muss ein paar Sachen hier auch replizieren, wenn ich darf. Zunächst einmal auch wieder für unsere jüngeren Kolleginnen und Kollegen eine Diskette. Das war sowas wie eine Speicherkarte, die aber damals natürlich zwölf mal zwölf Zentimeter groß war, so biegbar. Also da musste man drauf aufbauen. Sie wurden ganz schnell kaputt. Und zu unserer Anfangszeit, wo die ersten Computer hier herunten standen, eben genau in diesem Untergeschoss, ähm, darf ich was Ergänzen. Es hat damals etwas gegeben, was wir heute nicht haben. Es gab damals einen Kurs gegeben, einen äh, Teil eines Studiums, der hat geheißen EDV für Geisteswissenschaften. Den habe ich schon absolvieren dürfen. Der war für zwei, drei Jahre lang ähm, sehr gut besucht und wir sind dann hier in diesen Labors hier herunten gesessen und da war gerade der Wechsel von diesen Disketten von zwölf Zentimetern auf in etwa vier, fünf Zentimetern, die dann schon hart waren. Und wir hatten da Kolleginnen im Kurs, eine Anekdote, die ich auch einstreuen darf, das machen Zeitzeuginnen sogar. Wir hatten Kolleginnen im Kurs, die kamen mit ihren großen Disketten an, zu Weihnachten die neuen Computer da, alle hatten da große Freude. Und was macht man jetzt mit den Disketten? Man musste alles auf diesen Disketten abspeichern. Nicht? Und die Kollegin neben mir faltet ihre große Diskette zusammen und schiebt sie in das kleine Fach rein und fragt, warum geht das nicht? Und bis wir verstanden haben, dass sie das gemacht hatte, war die große Diskette so verhakt in dem kleinen Laufwerk, dass der Computer sofort wieder kaputt war und repariert werden musste. Also auch so verändern sich die Dinge. Heute die Speicherkarten sind so klein, dass man sie eigentlich größer machen muss, damit man was in der Hand hat. Gell? Eine andere Anekdote vielleicht auch, das ähm, World Wide Web, so wie, wie wir es heute kennen, das Internet, ist natürlich auf grafisch basierten Browsern ähm, nur deswegen so, das war so die Killer-Applikation, des, des, den Durchbruch des Internets 1993 ähm, begleitet hat. Ich war zu dieser Zeit in den USA, ich war schon eine der ganz frühen Nutzerinnen am Institut, obwohl ich noch gar nicht da war, die eine E-Mail-Nummer des Instituts bekommen hatte. Damals wurde sehr selektiv, wurden E-Mail-Nummern vergeben. Gell? Und ich sitze da in den USA und bekomme eine E-Mail Ging einmal die Woche in die Bibliothek, um die E-Mail abzurufen. War immer froh, wenn was da war. Also, ich glaube, das hat sich sehr verändert heute. Und einmal hatte ich drei Mails in meiner Mailbox. Und eine davon lautete von der Leiterin dieses Kurses hier unten: Ich solle mal doch dieses Hypertext World Wide Web anschauen, ob es das in den USA schon gibt und was das sein könnte. Ich kann mich noch sehr gut, ich sitze da in dieser Bibliothek, mache das auf die Seite der Uni Innsbruck. Aus den USA. Ich war mitten in der Pampa, irgendwo im Süden von Chicago. Und kann mir hier die Seite der Geografie in Innsbruck anschauen. Also das war wirklich, wie du gesagt hast, Ingrid, diese neue Welt. Plötzlich war die Leitung hier nach Innsbruck natürlich tausendmal unterbrochen. Immer wieder musste ich neu laden. Und das war ganz textbasiert, ganz banal. Institut für Geografie, zwei Bilder, die nicht geladen haben. Aber diese, diese, diese Schiene, die sich hier da plötzlich aufgetan hat, das war einfach fantastisch so. Einfach ganz eine neue Welt, wirklich so, wo man sagt, okay, jetzt passiert hier was ganz Grundlegendes. Ich bin dann zurückgekommen nach Innsbruck und dann hat mich Ingrid eben für dieses CIS-Projekt in, in die digitale Geisteswissenschaft, in die digitale Zeitgeschichte geholt. Bei mir ist es anders, ein bisschen anders gelaufen als bei Ingrid. Ich habe mich dann, glaube ich, wirklich sehr stark mit diesem Thema weiter beschäftigt, vor allem auch nach den 2000 ern als CIS eben so langsam zum Archiv wurde und als solches steht es ja heute. Ich würde schon sagen, dass sich seitdem wahnsinnig viel getan hat, auch für die Geschichtswissenschaften. Ich habe das ja auch in meiner Forschung versucht, immer wieder zu begleiten. Mein habil thema hat sich ja auch ganz mit einem ganz klassischen historischen Thema, dem Holocaust, beschäftigt. Aber ich wollte eben schon nachzeichnen, wie sich dieser Weg auch in diese, diese Verlagerung vom analogen in die digitale Welt von 1995 bis in etwa 2020 eben vollzogen hat. Und deswegen, glaube ich, habe ich auch immer müssen ein bisschen so am Zug der Zeit bleiben, weil die Veränderungen äh, im Laufe dieses Projektes dann auch sehr schnell waren, rasant gingen. Man hat einen, einen Absatz geschrieben und dann war er schon wieder überholt und man musste ihn in die Vergangenheit setzen. Also, das glaube ich, ja, das ist äh, deswegen auch so zu meinem, ja, meinem Steckenpferd äh, geworden und geblieben bis heute. In den frühen 2000er Jahren haben Sie, Frau Böhler, den Zustand der Digitalisierung, den Zustand der Entstehung und der Entwicklung des Internets mit dem Begriff einer Großbaustelle beschrieben. Ich darf das ganz kurz zitieren. Sie schreiben, dass sich Zitat das Bild einer Großbaustelle beim Versuch anbietet, den Status quo im Verhältnis zwischen Zeitgeschichtsforschung und Internet zu veranschaulichen. Ich finde das wirklich eine sehr, sehr schöne Metapher, die, wie ich finde, auch vor allem auf die Schwierigkeiten und Herausforderungen der Digitalisierung und auch der Entstehung des World Wide Web überhaupt hinweist. Frau Pfanzelter, im Jahr 2021 schreiben Sie mit Frau Oberbichler Folgendes über die digitalen Geschichtswissenschaften. Während heute die Nutzung digitaler Quellen, komplexer Datenbanken oder digitaler Methoden und Arbeitsweisen auch aus geisteswissenschaftlichen Disziplinen und somit der österreichischen Zeitgeschichtsforschung nicht mehr wegzudenken ist, bedeutet dies längst nicht, dass das digitale Zeitalter in Lehre und Forschung vorbehaltlos umgesetzt wird. Wenn Sie nun auf die Entwicklung zurückblicken, welche Meilensteine und Veränderungen halten Sie denn für besonders bedeutsam? Ich würde jetzt trotzdem, danke für das, für das gute Zitat auch, dass Sie das so gut äh, reflektiert haben. Ich würde trotzdem zuerst an meine Kollegin übergeben, damit wir vielleicht wieder diese historische Perspektive reinbringen können. Es geht äh, letztlich bei Ihrer Frage äh, darum, was denn eben die entscheidenden Weichenstellungen äh, ins heute sind und äh, wo sich einfach äh, aufgrund von revolutionären äh, Veränderungen irgendwie eine Situation ergibt, in der wir heute äh, als Zeithistorikerinnen äh, irgendwie agieren. Also, ich würde mal zunächst kurz sagen, dass eben äh, tatsächlich der Zugang zu Quellen und Literatur, so wie er sich uns heute präsentiert, sich nicht mehr mit dem vergleichen lässt, an das wir uns noch erinnern können. Ja. Da hat sich so wahnsinnig äh, viel verändert an Arbeitsroutinen. Äh, ja, also, das ist. Äh, schwer wahrscheinlich für ihre Generation äh, beispielsweise äh, nachzuvollziehen, ja. Etwas, was damit zusammenhängt und was unsere Gegenwart auch prägt und enorm herausfordert, das ist die enorme Beschleunigung, die durch das Internet einfach eine Tatsache ist, ja. In jeder Hinsicht, äh, das heißt, äh, also wie Arbeitsprozesse ablaufen, ob es sich hier um das Erforschen, um das Publizieren, äh, um das Kommunizieren, von Forschungsergebnissen geht, etc. Ähm, es geht um ähm, die völlig anderen Möglichkeiten, die wir heute zur Verfügung haben. Ähm, also wie man wissenschaftlich arbeitet, wie man auch in Netzwerken, in Projektverbünden arbeitet, ja? ähm, wie man eben auch an Themen arbeitet, weil man also viel leichter als früher, ich weiß nicht, früher ging das überhaupt oder wenn dann nur an ganz ausgewählten Beispielen, dass man so transnationale Perspektiven äh, bearbeitet mit äh, verschiedenen äh, Quellenkorpora, die eben aus unterschiedlichsten äh, Archiven stammen, ja und es irgendwie doch dann zusammenkriegt auch äh, zu zu einem gemeinsamen Thema mit äh, gemeinsamen Ergebnissen, ja äh, das sind so äh, die Sachen, die ich äh, besonders mit Tonen möchte ich habe vorhin schon gesagt eben in diesen gründern und pionierzeiten diese euphorie die uns da beflügelt hat dass die dann irgendwann auch ein paar dämpfer bekommen hat wir waren natürlich damals schon irgendwie so Klassisches Beispiel für das, was man Fortschrittsoptimismus nennt, ja, den wir in der Geschichte ja immer wieder haben. Ja, und nicht nur im 20. Jahrhundert oder im ausklingenden 20. Jahrhundert. Äh, äh, solche Phänomene gab es auch schon früher. Ja. Äh, und irgendwann lernt man dann, hoppla, die Sache ist auch in gewisser Weise ein bisschen äh, ambivalent. Natürlich bleiben Dinge auf der Strecke. Ich persönlich habe ein großes Problem damit dass ich einfach erlebe, auch im, im Lehrbetrieb, aber auch was ganz allgemein ähm, den Wissenschaftsbetrieb äh, angeht eben, dass das Buch zum Beispiel sehr unter Druck ist, ja. Das hat eben auch was mit Beschleunigung zu tun. Also, so wie wir ja auch von unseren in der Didaktik tätigen KollegInnen gesagt äh, kriegen, dass heutige äh, junge Menschen äh, eine viel kürzere Aufmerksamkeitsspanne haben. Ja, so wird das äh, bei uns äh, wohl auch äh, irgendwie in diese Richtung gehen. Und das heißt also, keiner will mehr ein Buch lesen, ja. Und das finde ich persönlich einen großen Verlust. Ich finde es auch schade, dass wir also immer mehr eben ähm, digital lesen. Also ich, ich mag mir keine Welt ohne Bücher vorstellen, keine Wohnungen ohne Bücher. Ähm, diese freundliche Einrichtung einer Buchhandlung, ähm, wenn die verschwindet, das fände ich unendlich traurig, ja. Das sind so ein paar Beispiele für das, was den Optimismus dämpft. Natürlich eben auch, dass wir äh, als Expertinnen für Zeitgeschichte äh, schwer unter Druck geraten äh, durch eben die Möglichkeiten des Publizierens im Internet, wo gewissermaßen jeder eine Stimme hat. Ja? Und wir da natürlich auch ähm, enorme Konkurrenz haben. Äh, und nicht alle, äh, die hier ihre Stimme erheben, haben lautere Absichten. Ja? Das muss man auch ganz klar sagen. Ähm, das wiederum äh, beispielsweise, das sind wir bei den Veränderungen, die die ganze Gesellschaft betreffen. Ähm, also äh, eben auch andere wollen keine Bücher mehr lesen und offenbar wollen auch immer weniger Leute Zeitungen lesen geschweige denn kaufen das bringt äh, eben das was wir qualitätsjournalismus nennen unter druck ja also so die vierte macht im staat die unabhängige journalistik äh, die hat enorme äh, probleme und ja wie verändert sich gesellschaft wie verändert sich demokratie unter diesen vorzeichen das sind äh, dinge die einem äh, sorgen bereiten müssen zu diesen kritischen stimmen äh, zu diesen kritischen Aussagen, die natürlich durchaus äh, stimmen. Ist natürlich auch zu sagen, wir haben viele Veränderungen miterlebt jetzt auch. Wir sind schon lange in der Zeitgeschichte, würde ich sagen, wir haben auch hier im äh, Forschungs- und Lehrbetrieb viele Veränderungen erlebt. Ich möchte vielleicht noch ein paar Dinge hier nennen. Einmal die Vernetzung, äh, die weltweite Vernetzung institutionell, die ja eigentlich mehr oder weniger 2000 würde ich sagen, so ganz gut abgeschlossen war oder sich da äh, angekündigt hat. Wir haben da diese Browser Wars. Sie können sich das vielleicht heute auch gar nicht vorstellen. Google mit dieser einen Linie, das, ist, äh, das war revolutionär da. Davor hat es ganz viele, du hast vorhin bei CIS angesprochen, ganz viele Suchmaschinen gegeben, mit denen vor Werbung nur so aufgepoppt sind. Und das hat man ja bis heute mehr oder weniger erfolgreich mit allen Hintergedanken, die dazugehören, in, in, mit dieser Google-Browser-Geschichte ja auch ähm, erledigt. Diese Browser Wars haben aber auch noch was zutage gebracht. Die haben diese erste Internet-Bubble, wie sie geheißen hat, zum Platzen gebracht. Also die Hoffnungen, die in den 90er Jahren in dieses demokratisierende Potenzial des Internets, ähm Erweckt haben, das ist mit Anfang der 2000er ist klar geworden. Die, die Sache ist viel komplexer, viel, viel stimmiger. Äh, eben, es kommen ganz viele Stimmen zutage, die man vielleicht, also diese, diese, the wisdom of the crowd, die Weisheit der Masse, die hat sich sicher nicht bestätigt. Die ganzen kommunikationswissenschaftlichen Theorien, die davon, die davor so euphorisch davon gesprochen hatten, dass man jetzt die Technik dazu hätte, das hat sich Anfang der 2000er das erste Mal so richtig als Illusion und einfach auch als Verirrung dieser Vision herausgestellt. Wir haben dann aber natürlich auch andere Dinge, die uns in den Geschichtswissenschaften beschäftigen. Das ist natürlich die Vernetzung des Wissens. Wikipedia kommt 2002 auf die Welt, zunächst belächelt, wird aber schon 2008 Brockhaus ablösen, wie wir wissen. Also es geht rasant schnell, dass hier auch dieses kollaborative Schreiben Einzug hält, ähm, angenommen wird von vielen Gesellschaften mit allen Problemen, die auch da vorhanden sind. Weil auch da, die, die schreiben, sind die Autoritäten. Die, die schreiben, sind traditionell oder tendenziell nicht, äh, stammen nicht aus der Wissenschaft, beziehungsweise in der deutschsprachigen Wikipedia war das eine Zeit lang sogar untersagt, dass wissenschaftliche MitarbeiterInnen von unseren Elfenbeintürmen da mitschreiben. Da wurden wurde solche Aussagen wortwörtlich direkt rausgestrichen. Wikipedia also ganz wichtig, das New Book of Knowledge auch ist heute noch ein Stück weit unsere erste Informationsseite, wird, glaube ich, für uns alle sehr schnell, das nehme ich mich ganz nicht aus, gar, gar nicht aus, schnell mal Wikipedia, aber wir dürfen es als Historikerinnen durchaus kritisch auch betrachten. Dann Social Media, kommt 2004, 2006 mit Facebook auf oder YouTube 2005, Twitter 2006, also da geht eine Entwicklung los, die wir uns wahrscheinlich nie vorstellen hätten können, dieses, dieses, diese, dieser große Schritt vom, vom Konsumenten, der, der das Internet konsumiert, zum Produzenten oder eben zu diesem Prosumer, wie das amerikanische Stichwort, dieser Konsument, äh, Produzent gleichzeitig in einer Person, der hier losgetreten wird und damit entstehen ganz, ganz viele neue Autoritäten oder Pseudo-Autoritäten Pseudo im Netz. Ganz ein vielstimmiges Bild, das sehr viel mit Kommunikation, auch mit Kommunikationsexpertise sich bewerben. Das, 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 der Begriff Influencer, Influencerin, äh, das war, ist der Begriff, den wir uns in den 90er Jahren so Sicher nicht, nicht einmal träumen hätten können, in, in, in Albträumen und positiven Träumen, das einmal so zu nennen. All das beeinflusst natürlich die Zeitgeschichte besonders, weil wir so eine tagesaktuelle Wissenschaft sind. Das glaube ich, braucht man immer zu wiederholen seit spätestens 2010 beschäftigen uns natürlich auch die großen Mengen an Daten, die im Internet entstehen, Internetgeschichte beziehungsweise Internet als Archiv, die großen Stichworte, die hier auch ja in, in diversen Variationen in den Geschichtswissenschaften Einzug halten. Wir haben es schon gehört, Bücher natürlich, wobei ich weniger der Meinung bin, dass Bücher verschwinden, sondern dass mit jedem neuen Medium, ja mit jeder neuen Technik, die wir haben, kommt was dazu. Also ist klar, ich habe nicht den Eindruck, dass die Buchwelt verschwindet, sondern wir haben jetzt halt auch noch digitale Digitales Buch und dann vielleicht daraus noch einen Blog und dann noch einen Podcast dazu, wenn wir schon bei der Sache sind. Ich habe das Gefühl, das multipliziert sich alles, das ist alles unübersichtlicher geworden. Die Autoritäten, so gibt es sicher nicht mehr. Was auch zu sagen ist, was sich verändert hat, ist sicher diese Zeit- und Arbeitsplanung, was das wissenschaftliche Forschen der Zeitgeschichte betrifft. Damals war das kaum erschwinglich, transnational zu arbeiten. Du hast es schon erwähnt, Ingrid. Aber das heißt auch, es wird heute immer mehr erwartet, dass noch mehr Datenquellen da sind für die Auswahl. Auch für Sie als Studierende damals. Wir waren zufrieden mit zehn Titeln für, für eine Seminararbeit. Heute bei einer Seminararbeit. Wird die Frau Pfanzelte dann sagen, hm, reicht vielleicht nicht ganz aus? Gell? Und haben Sie dieses gesehen und haben Sie jenes wahrgenommen? Also, ich würde sagen, hier hat sich auch äh, viel getan. Die quantifizierten Zugänge haben wir gesagt. Big Data ist große Herausforderung. Wie gehen wir in den Geschichtswissenschaften mit diesen Mengen um? Aber auch da hat sich vor allem die Quantifizierung, also diese Darstellung von Massendaten, äh, wahnsinnig verändert, auch in den Geschichtswissenschaften, wobei ich immer noch der Meinung bin, und das glaube ich wird sich auch nicht ändern, dass wir unseren qualitativen Zugang, also unsere Detailanalyse, dass wir da einen ganz wichtigen Beitrag auch leisten können in den Geschichtswissenschaften. Und ja, und vielleicht last but not least, oder vielleicht kommen wir auf das noch, natürlich die Artificial Intelligence hier. Chancen und Risiken. Ich glaube, da könnte man da könnte man noch viel darüber reden, auch jetzt mit, ich habe, mein Eindruck ist jetzt mit der Artificial Intelligence, dass die Beschleunigung, die wir bisher erlebt haben, jetzt potenziert wird mit diesen, mit diesen Tools, die hier angeboten werden oder eben nicht angeboten werden, die wir wieder zu meistern werden, lernen müssen. Aber die Beschleunigung, also ich, ich würde sagen, also jetzt muss alles noch einmal schneller gehen und wir sind so schon denke ich, von diesen Beschleunigungen schwer betroffen in unseren, allen unseren Lebensraum. Ich möchte gerne und muss auch einfach nochmal auf die Bücher und das Lesen zurückkommen. Erlauben Sie mir vielleicht ganz kurz, das nochmal aufzugreifen. Uh, Alberto Mangiel, ein argentinischer, kanadischer Schriftsteller, schreibt in einer kurzen Geschichte des Lesens, und das ist was, was ich immer gerne wieder lese. Ich finde diese Worte wirklich sehr, sehr schön. Dass wir lesen, um zu begreifen, wer wir sind, um zu begreifen, auch wo wir sind. Also wir können gar nicht anders. Ja, lesen wie er schreibt, das ist wie atmen. Das ist eine essentielle Lebensfunktion. Das ist und darf natürlich Thema einer anderen Unterhaltung sein. Aber gibt es ganz konkret auch, um das Haptische noch einmal aufzugreifen, vielleicht ein ganz bestimmtes Buch, wo Sie beide als Historikerinnen sagen, das muss man gelesen haben auch in haptischer Form in der Hand gehabt haben. Das ist eine schwierige Frage. Also das, das haptische, äh, die Freude, ja an der sinnlichen Wahrnehmung äh, des Buches, ja. Äh, also wie dick ist es? Wo gehe ich gerade um? Wie viele Seiten hat dieses Kapitel noch? Äh, das sind ja alles so Metainformationen, die man implizit einfach wahrnimmt, äh, die wenn man also um computer ähm, herum scrollt, dann das ist was anderes. ja, Und dann gibt es natürlich wahnsinnig schöne bücher, die schön gemacht sind, auch was beispielsweise bilder angeht. ja, ich meine, da kann man sagen, dass der computer besser, ne, aber vielleicht ähm, also so, so bild essays, das hat natürlich auch was, ja, wenn man das ähm, irgendwie so in aller ruhe, der computer ist etwas, das macht uns ungeduldig. Ja? Ein Buch äh, sollte eigentlich das Gegenteil von dem sein, dass man sich einfach ein bisschen besser äh, konzentrieren kann. Aber also, gibt es das eine Buch? Ich weiß es nicht. Also ich finde, man sollte halt schon ein paar Bücher zu Hause haben. Ja? Bücher sollten äh, irgendwie auch nebens Bett gehören, auf das Nachtkästchen. Ja? Äh, sie sollten irgendwie herumliegen, vielleicht auch ungelesene Bücher, ja? wo man weiß, irgendwann, irgendwann ähm, werde ich mir das mal ähm, ähm, noch ähm, zu Gemüte führen. Und also ich, ich breche auch eine Lanze für, für ähm, Belletristik, ja. Also das Eintauchen in Geschichte über äh, Belletristik, das ist äh, quasi als Begleitmaßnahme für ähm, HistorikerInnen oder angehende Geschichtswissenschaftler und WissenschaftlerInnen äh, etwas, was, glaube ich, zum tieferen Verständnis von Geschichte sehr beitragen kann. Ein, ein Buch kann ich nicht nennen, würde durchaus unterstützen. Bei mir sind jetzt schon spontan zwei eingefallen. Einmal interessanterweise Peter Haber, Digital Past. Das ist ein dünnes Buch, seine Habilitation. Aber wenn wir, wenn wir jetzt gerade in diese digitale Geschichtswissenschaften eintauchen, 2011 äh, geschrieben, leider kurz bevor er verstorben ist, da haben wir die ganze diese Geschichte der Geschichte, digitalen Geschichtswissenschaften, da und das finde ich, das Buch kann man nur in der Hand haben. Ich habe da da ist so viel bei mir angestrichen und auch so viele Sticker drinnen. Da muss ich immer wieder reinschauen. Das, das finde ich. Das Buch gibt es natürlich auch digital, aber das ist etwas, wo man, wo ich finde, dass dieses Digitale so haptisch gemacht wird. Mhm. Und das andere, was mich natürlich in anderen Fachbereichen auch immer wieder beschäftigt, ist natürlich Klaus Gatterer, Schöne Welt, böse Leute. Das ist ein Buch, das man immer wieder mal hernehmen muss, um auch zu sehen, dass in unserer regionalen Welt schon sehr früh es Menschen gegeben hat, die sehr kritisch und satirisch auf unsere Volkskultur geschaut haben. Das nehme ich immer wieder gerne her. Alleine Asman, da lese ich auch einiges immer wieder ganz gerne. Aber das sind so die zwei Bücher, wo ich weiß, wenn ich auch irgendein Zitat oder was suche, die zwei habe ich dann immer ganz schnell. Bei aber das ist, gerade gibt's viele andere auch noch ganz lieben Dank für den schönen Einblick und für die tollen Buchempfehlungen an dieser Stelle. Dann kommen wir nun von einer Diskussion von, von einem Gespräch über Bücher zum Schlagwort Digital Campus. Um das nochmal aufzugreifen, Sie haben das bereits erwähnt, sind darauf eingegangen, Historikerinnen und Historiker arbeiten mit umfangreichen, komplexen Quellenkorpora unterschiedlichster Provenienz. Quellen sind Ausgangspunkt für geschichtswissenschaftliche Forschung, ja. In den letzten Jahren haben vor allem Digitalisierungsprojekte Massendigitalisierung Digitalisierungsprojekte den Zugang zu diesen Quellen verändert. Ja. Das heißt, Quellen stehen grundsätzlich, also seien es Texte, Bilder, Artefakte, in zunehmendem Maße digital zur Verfügung und damit natürlich auch orts- und zeitunabhängig. Ja. Das heißt, Forschende können, wenn es die Voraussetzungen natürlich zulassen, folglich immer größere Datenmengen durchsuchen und nutzen oder auch nachnutzen, ja. Wobei sich hier natürlich die Frage stellt, ob die Digitalisierung und der Online-Zugriff auf Quellen, auf entsprechende Informationen zukünftig oder natürlich auch bereits gegenwärtig schon darüber entscheidet, worüber geforscht wird und häufig worüber nicht ja was beobachten Sie in diesem Zusammenhang welche Gefahren in Anführungszeichen welche Nachteile ergeben sich kann man von sogenannten Missing Links sprechen wie können traditionelle Methoden mit Methoden der digitalen Geschichtswissenschaften in einen fruchtbaren Dialog gebracht werden ja keine ganz einfache Frage die was jetzt ähm, so Big Data betrifft, ne? da hat die Evi schon ein bisschen was äh, dazu gesagt. Äh, dadurch, ähm, dass wir natürlich jetzt zunehmend gewöhnt sind, zunächst mal im Internet zu schauen, wenn wir so ein neues Thema aufmachen, ja, und das erstreckt sich natürlich auch auf die Quellen. Jetzt kann man sich dann die Frage stellen, wird irgendwann mal nur noch das beforscht, was tatsächlich auch über irgendwelche ähm, ähm, eben digitalen Sammlungen zugänglich ist? Und geht dann niemand mehr in ein Archiv? Beziehungsweise ist es die zukünftige Aufgabe von Archiven, alles, was sie äh, haben, äh, irgendwie digital zugänglich zu machen? Das werden sie nicht schaffen, ja. Die EFI ist da vielleicht ein bisschen äh, optimistischer, was die Retro-Digitalisierung angeht. Ähm, und eben, ich meine, Quellen stellen natürlich auch Anforderungen an die Digitalisierung. Und durch die Epochen hindurch ändern sich da auch die Eigenschaften von Quellen. Ähm, aber vielleicht kann da die EFI nachher anschließend noch was dazu sagen. Etwas, was mich auch ein bisschen umtreibt, ich bin ja auch Studienbeauftragte, ist, also, wie, welchen Einfluss hat es dann auf, auf die Lehre? Was vermitteln wir hier unseren Studierenden? Und es ist natürlich so, dass also gerade die, die jetzigen Generationen, die so stark an digitale Medien und eben Tools gewöhnt sind, ja, also, wir beobachten es ja auch im Alltag, wenn, wenn wir. Studierenden einen Tipp geben, wo sie noch was suchen könnten, wir zeigen ihnen ein Buch, dann wird das mit dem Handy abfotografiert, ja. Viele haben kein Stift mehr mit oder ein Block, ja, sondern das wird irgendwie getippt, hoffentlich, ja, vielleicht auch aufgenommen äh, und so weiter und so fort. Also äh, Studierende dorthin zu kriegen, dass sie die Welt Außerhalb des Digitalen wahrnehmen, das ist gar nicht so einfach. Und wir haben natürlich in unseren Lehrmethoden uns ganz stark eben an elektronische Lernplattformen mittlerweile gewöhnt, nolens, wohlens, ja. Und bringen dann natürlich auch vielleicht die Studierenden ein Stück weit ähm, auch wieder dazu, auf diesem Kurs zu bleiben, weil sie da eh gut damit klarkommen, ja. Es gibt, wenn wir an unsere Lernplattform, die wir hier in Innsbruck verwenden, denken, natürlich befüllen wir Linklisten oder, mit themenspezifischen, nützlichen Ressourcen. Ob das jetzt die Sekundärliteratur betrifft oder die Quellen, die man da dazu eben auch gut aufbereitet, auswerten kann, etc., etc., ja. Ich meine, da muss ich, man dann schon die Frage stellen, gibt es dann vielleicht irgendwann nur noch Masterarbeiten, wo man irgendwie Diskursanalysen aus irgendwelchen Online-Medien zu irgendeinem Thema ja, macht, weil da hat man dann beides, man arbeitet mit Quellen, man hat eben auch einen äh, gewissen Anspruch, was Arbeitsweise und Methodik angeht, ja, und Sekundärliteratur kommt natürlich, natürlich auch ins Spiel, aber früher waren beispielsweise bei Diplomarbeiten so reine Literaturarbeiten viel häufiger als sie heute sind, ja eben, weil wir können die Studierenden auch über die Möglichkeiten, die eben solche Online-Archive bieten, stärker auffordern, ja, eben auch Quellenarbeit zu leisten. Das finde ich jetzt persönlich positiv, ja. Allerdings der nächste Schritt, es gibt da noch mehr, ja. Außerhalb des Computers, das ist oft gar nicht so einfach, den gemeinsam auch noch zu tun. Die andere Geschichte ist jetzt, wenn ich das auch noch mal ganz kurz ansprechen darf, ähm, also der digitale Campus, das ist ja auch so ein Schlagwort geworden. Eben vor Corona hat man damit halt diese Lernplattformen gemeint, aber die hat man eigentlich nur sehr basal verwendet. Der eigentliche Kick ist da wirklich Corona gewesen. Ich habe äh, ganz äh, zu Beginn das Bild beschworen vom einsamen Günther Bischof äh, in der im schwersten Lockdown, den die Uni da im Sommersemester 2020 erlebt hat. Ja, Auch der Günther musste quasi über Nacht lernen, wie er im Hörsaal, der hatte nämlich diese Aufnahmetechnologie, wie er jetzt dort die Anlage dazukriegt, welche Knöpfchen er drehen muss, ja, damit er also sich selber streamen kann. Ja, er hat es gelernt und so haben wir alle über Nacht sehr viel, sehr schnell gelernt. Und wir haben dann bemerkt, hoppla diese Lernplattformen die bieten ja auch interaktive Möglichkeiten ja also wir können wenn wir virtuelle Klassenzimmer äh, nun eben irgendwie gestalten müssen hier auch ähm, verschiedene Kniffe die uns diese Software zur Verfügung stellt äh, irgendwie einsetzen damit es ein bisschen äh, lebendiger wird das ganze etc ja ähm, wir haben insgesamt glaube ich viel mehr Mühe uns gegeben, eben, äh, mit diesen Lernplattformen und dem Drumherum, dass es da äh, dann noch, also sukzessive gegeben hat, ähm, also mit dem, was, was ähm, für unsere eigene Lehre anzufangen. Also das finde ich schon sehr positiv. Die Frage ist jetzt, ähm, wie bringt man die ganze Geschichte in eine gute Balance? Also eben, ich bin immer noch der Meinung, ähm, dass der Computer der Bildschirm, das Medium, das zwischen äh, mir als Lehrender und den Studierenden äh, ist, oder auch, ob das äh, genauso, wenn ich irgendein Meeting habe, äh, eine Redaktionssitzung oder sonst irgendwas, das filtert ganz viel weg. Also da geht was verloren. Es hat unbestreitbare Vorteile. Aber das Ganze hat auch ein bisschen ähm, einen Preis und eben dessen müssen wir uns gewiss sein. Da, da braucht es irgendwie ähm, so, so einen guten Ausgleich. Nur weil es schneller geht, weil es billiger ist, äh, weil wir es können, das heißt noch lange nicht, dass es immer die beste Wahl ist. Ja? Also das ist mir äh, persönlich schon ein Anliegen. Jetzt habe ich die Kurve gemacht, wenn ich das auch noch vielleicht sagen darf, ausgehend, also vom digitalen Campus, der digitale Forschungsbetrieb, da haben wir schon ganz viel gesagt, äh, etwas, was auch so ein Corona-Kind darstellt, das äh, sind dann äh, die virtuellen Konferenzen gewesen. Und hier, ähm, glaube ich, äh, haben wir äh, den die EFI und ich, also unseren äh, Pioniergeist, den wir äh, in den 90er Jahren mit SIS an den Tag gelegt, den haben wir dort nochmal reaktiviert. Wir waren nämlich die erste Konferenz mit dem Zeitgeschichtetag 2020, für den wir mehr als ein Jahr intensiv äh, uns ähm, vorbereitet hatten und viel Arbeit in dieses äh, in diese sehr große Konferenz gesteckt haben. Eben der 13. Österreichische Zeitgeschichtetag, der zum dritten Mal eben das als Format äh, in Innsbruck gewesen ist und äh, wo man eine Verantwortung gegenüber der Fachcommunity in Österreich hat. Eben das sollte in der Woche nach Ostern 2020 stattfinden und dann kam Corona, dann kam äh, der Lockdown und dann saßen wir da. Ich erinnere mich genau an diese Situation. Wir saßen in meinem Büro am runden Tisch, ähm, also das ganze Organisationsteam und da war die Evi natürlich auch dabei. Und dann irgendwie war plötzlich der Gedanke auf dem Tisch, und wenn wir es online virtuell probieren. Wir hatten keine Ahnung, wie das geht. Aber wir wussten, dass es da was gibt. Wir wussten, dass es irgendwie möglich ist. Wir hatten einen Anruf an die Abteilung Neue Medien. Da hieß es ja, es, wir haben so ein Programm hier an der Uni. Und also ich weiß, wenn also die EFI nicht gesagt hätte, also ich war damals auch schon Institutsleiterin, ja, wir machen es. Wir packen's, dann hätte ich wahrscheinlich auch davon Abstand genommen. Aber also, ich glaube, wir beide, wir wussten, es ist schon einmal gegangen, wir kriegen's nochmal hin und so ist es uns tatsächlich gelungen, als ähm, erste in den Geschichtswissenschaften. Ich habe das mal recherchiert. Wir waren äh, die die erste Tagung, die dann tatsächlich virtuell durchgeführt worden ist und die eben nicht abgesagt worden ist, wie fast alle in diesen ersten äh, Monaten äh, nach Ausbruch der. Pandemie. Also ähm, auch das war wieder ein Riesenabenteuer, ja. Hat auch ziemlich viel Spaß gemacht. Mittlerweile habe ich diese ganzen Online-Konferenzen auch schon wieder ein bisschen, <lacht> bisschen <lacht> über, ja. weil ja eben, eben der Kontakt äh, zu den äh, Kolleginnen und Kollegen halt fehlt. Ähm, ich muss jetzt sagen, ja. Interessanterweise Zeitzeugenschaft. Wir sind nicht am runden Tisch gesessen und haben das besprochen. Wir waren schon online. Wir durften schon gar nicht mehr sitzen. Wir haben dieses Tool, das es da gab, über damals äh, sowohl über den über Olaf als auch dieses, falls du dich erinnerst, Adobe Connect. hat Das Adobe Connect. Und wir mussten, wir waren online. Und dann habe ich noch gesagt: So, das ist, ich weiß, es schwebt im Raum. Ich sage es nicht. Ihr habt es gesagt. Aber wenn ihr das wirklich tun wollt, dann machen wir eine online Konferenz und ich kümmere mich um die technik ich weiß noch wir sind da alle auf dem bildschirm und die, die verbindungen waren mit schrott Das war furchtbar das war Skype, ja. Das war Skype, ja. und, also ich, und wir ich, mussten das, ist ja, ist ja interessant, Zeitseigenschaft. Ja, ja Zeitseigenschaft. Ja, meine Erinnerung, die, das diese, das dieses Meeting hat es auch gegeben, es gab dafür noch davor, aber da war ja. noch nicht klar mit dem Lockdown, weil ab dem Lockdown durften wir ja nicht. Dann, dann durften wir nicht mal an die Uni. Und die Entscheidung ist klar, da. Ist, da, ist da gefahren, ist, die Veranstaltungen sind schon abgesagt worden. Ähm, es sein, kam ja. äh, ein Mail ähm, aus dem Rektorat, dass alle Veranstaltungen bis, bis Ost einschließlich Ostaf Ferien Abgesagt sind. Und Unsere Tagung war ja, in der Woche, Woche danach. Oster, nein, war in den nein, Aber es war bis Ostersonntag abgesagt. Ja. Und wir haben ja. gesagt, das wird uns nein. vielleicht erst. Ja, das da da. interessant. Aber interessant. Nur, das, das Herausforderung war wir können, wirklich. Wir haben das in drei Wochen dann müssen auf die Beine stellen. Damals, wo nichts ja. ging. Und es war eine spannende Konferenz, weil die Leute sind wirklich daheim gesessen mit den Kindern am Schoß. Und das Netz hat nie funktioniert. Die Hälfte hat abgesagt. Die Hälfte war für Viele waren wieder ganz froh, plötzlich irgendwas zu haben, was nicht daheim sitzen vor dem Ofen und Krise bewältigen bedeutet. Da war, ich weiß nicht, ob also, wir es nochmal machen würden. Damals haben wir uns wieder in diesem. Ja, es ist zum Beispiel dafür, heute sind diese Dinge Routine. Wir wissen, wie es geht. Ja, damals wussten wir es nicht und ähm, macht vielleicht auch halt uns ähm, als Menschen aus. Äh, Im positiven Fall sind wir neugierig ja, und muten uns auch ein paar Herausforderungen zu. Aus meiner Erfahrung muss ich sagen, es geht wesentlich leichter, wenn man da nicht alleine ist, sondern wenn man ein Team. Hat. Wir haben auch damals eben im Studio sitzt auch noch <laughs> stiller Zuhörer, der Chris Konst, der damals eben als sogenannter e -Mod, wie wir sie genannt haben, E-Moderatoren, eben natürlich eine ganz zentrale Rolle hatten bei dieser Tagung. Also die haben wir gefunden, die haben wir trainiert, wir haben alle äh, gemeinsam da an, wir haben äh, geschuftet wie die Tiere, aber wir haben äh, wirklich den Karren gemeinsam gezogen. Ja? Und dann, dann geht was. Und also so gesehen ist es sicher eine meiner also ganz wichtigen Erfahrungen auch, die ich da hier am Institut gemacht habe. Und eben, man muss halt auch sehr häufig die Dinge ausprobieren. Indem man sich mit ihnen beschäftigt, lernt man, was sie können, was sinnvoll ist, was, was man erfolgreich, fruchtbar nützen kann. Und wo es vielleicht halt auch dann ähm, weniger Sinn macht oder äh, wo man sich dann auch selber kritisch wieder hinterfragen muss. Ja, soll es so weitergehen oder müssen wir jetzt wieder ein bisschen ähm, nachjustieren? Aber halt nur zuschauen und, 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 und sagen, äh, ja, ich bin jetzt einmal prinzipiell skeptisch gegenüber äh, dem Neuen, das geht nicht. Ja, und also da haben wir sicher so mit als institut eben einmal mit diesem mit dieser frühen mit diesem frühen fachinformationssystem namens cis und dann eben wieder mit dem dreizehnten österreichischen zeitgeschichtetag ich glaube da haben wir schon unseren beitrag irgendwie auch für die zunft in österreich ähm, geleistet ja. Das ist jetzt zwar ein ganz schönes Schlusswort, aber ich muss doch noch vielleicht darauf antworten, auf diese Frage nach der digitalen Verfügbarkeit von Daten. Ich glaube, das entscheidet schon jetzt, was beforscht wird. Da können wir drum herum reden, wie wir wollen. Aber ich sehe da jetzt ausgerechnet die Artificial Intelligence wieder als große Chance, weil wir ja alle auch vor dieser Prüfungssituation immer wieder stehen und auch vor der Herausforderung, was Neues zu machen. Und ich glaube, da mit diesen ganzen Daten, die wir durch die Artificial Intelligence haben, schicken wir vielleicht wieder neue oder kleinere Bestände, Nischenbestände, Nischenfragen, regionale Forschung, keine Ahnung. Also Sachen, die jetzt eben nicht durch diese KI schon zur Verfügung stehen, durch die verschiedenen KIs zur Verfügung stehen. Vielleicht schicken wir die dann wieder ein bisschen so ins Rennen. Sowohl als Prüfungsfragen, Seminararbeiten, keine Ahnung. Auch einfach als Forschungsthemen, weil wir jetzt wirklich gefordert sind auch wir als Forschende, aber auch Sie als Studierende gefordert sind, neue Dinge zu beforschen. Vielleicht ist gerade da wird gerade da das Regionale wieder interessant, würde ich sagen, für die Geschichtswissenschaften. Ein Ding, eine Sache ist mir vielleicht aber schon noch wist, wichtig, weil eben auch so der Anfang der, Ihrer Frage war, die traditionellen Methoden der Geschichtswissenschaft, das ist die Quellenkritik. Und ich glaube, das ist diese kritische Herangehensweise an Quellen, an Literatur, an Fragen, an Information, das ist etwas, das uns ganz, ganz zentral, also mir zumindest ganz zentral erscheint, besonders wenn wir mit dieser digitalen Welt umgehen, wenn wir es mit der zu tun haben. Das heißt, für mich ist auch äh, zeitliche Geschichte generell nicht unbedingt eine Wissenschaft, die die sich mit dem Abfragen von Jahreszahlen aus der Vergangenheit beschäftigt, bin ich ganz schlecht. Ich muss immer wieder nachschauen. Mir kommt immer vor, ich weiß alles von den Daten, aber ich muss immer wieder nachschauen. Sondern mir geht es da, kommt mir vor schon sehr um die Schulung, die kontinuierliche Schulung dieser kritischen Kompetenz. Auch im, im Unterricht würde ich sagen, so als, im Grunde als Verständnis und Akzeptanz einer sehr komplexen Welt. Ich glaube, wir haben das jetzt alle auch im Nahostkonflikt erleben müssen, dürfen wieder. Es ist alles nicht einfach. Es gibt keine einfachen Antworten auf sehr komplexe Gegenwartsfragen, Vergangenheitsfragen. Das heißt, aus der Geschichte lernen ist auch so. Wir können da das gute Sprichwort des, des US-Philosophen George Santayana hernehmen. Wer aus der Geschichte nicht lernt, in all ihren dunklen und hellen Komplexitäten, der ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Das hoffen wir natürlich nicht. Aber ich glaube, das ist schon auch ganz ein wichtiger Punkt, wenn wir mit dieser digitalen Welt als HistorikerInnen umgehen. Wir haben eine kritische Kompetenz. Wir sollten die hoffentlich weitergeben. Und davon könnten, glaube ich, auch viele andere Disziplinen profitieren. Das war eine sehr spannende, faszinierende, sehr schöne Reise durch die Welt der digitalen Geschichtswissenschaften. Wir möchten uns ganz herzlich bedanken bei Ingrid Böhler und Eva Pfanzelter für ihre sehr wertvollen Einblicke und ihr Fachwissen. Aber bevor wir uns verabschieden, lassen Sie uns noch ganz kurz einen Blick auf äh, die beiden Expertinnen werfen. Wir würden gerne abschließend von Ihnen erfahren, welche Gedanken, welche Associations Sie mit den USA verbinden. Äh, ganz abgesehen von There's something about Big, Nona. No. Gibt es eventuell äh, eine Verbindung zu einem persönlichen Ereignis, eine Verbindung zu einem persönlichen historischen Ereignis? Na ja, also ich glaube, weil ich hier jetzt neben der EFI sitze, ähm, ich erinnere mich, dass ich mit der EFI zusammen das erste Mal in den National Archives war. Mir hat Washington immer wahnsinnig gut gefallen. Ich finde, das ist eine... Wahnsinnig spannende Stadt. Und das hat natürlich damit zu tun, ähm, dass ich weiß, dass äh, dort das Weiße Haus steht, ja. Dass das ähm, die Drehscheibe einer Supermacht ist. Und die äh, Geschichte des 20. Jahrhunderts, <laughs> ja, die ist ohne die USA, eine wäre ohne die USA, so wie wir sie äh, kennen, eine ganz andere gewesen. Von dem her hört Washington für mich nie auf, interessant zu sein und äh, abgesehen davon, dass es da natürlich eben auch ein tolles Archiv gibt. Ähm, ansonsten ist es, aber das kann man über viele Länder sagen, ein schönes Land. Ja. Äh, für mich gibt es viele Bilder, aber ich würde schon sagen, mein Image that Pops zu meint, wenn man so sagen will, ähm, wäre wahrscheinlich die Skyline von Chicago mit dem zugefrorenen äh, Lake Michigan, der natürlich auch dort ist. Aber das war so auch mein erster Eindruck beim Einfliegen in die USA, in den frühen 90er Jahren und das bleibt mir einfach. Also ich glaube, das ist so das Bild. Diese wunderschöne Landschaft, diese schöne große Stadt, die vielen bunten Menschen, die da sind, also viel Armut, viel Reichtum. Also da war die ganze Komplexität in, dieser, in diesen ersten Eindrücken, die ich in den USA gewonnen habe, schon da. Ansonsten natürlich war mein erster Gedanke jetzt auch die Reise, die wir gemeinsam in, in, nach Washington gemacht haben, Ingrid und ich. Da haben wir sehr viel gelernt. Und wenn ich einen Tipp ähm, abgeben darf, sollte jemand, der das hört, nach Washington kommen, gehen Sie unbedingt in die National Portrait Gallery und schauen Sie sich dort die Präsidentengalerie an. Wenn man etwas über Macht lernen will und die USA, kann man sich dort eben via Porträtkunst einen sehr interessanten Einblick und einen sehr inspirierenden Einblick verschaffen. Nach einem solchen Besuch von den National Portraits, Gibt es da ein besonderes Lieblingsessen, das Sie mit den USA verbinden? Nein, gibt es nicht. Ich habe alles ausprobiert, was dazugehört, wenn man in die USA ist. Ich habe mich in einen McDonalds begeben und ich habe mich in einen von irgendwelchen Lifestyle-Magazinen empfohlenen Burgerladen begeben. Und es waren immer Pommes aus, aus einem Brown Bag. <laughs> Ist mir immer ein bisschen barbarisch vorgekommen, äh, diese Art von Essen. Ansonsten habe ich mit der Evi sehr gerne Text gegessen, als wir zusammen in Washington waren. Und da habe ich auch noch ähm, gute Erinnerungen dran, vor allem, was, dass wir dazu immer frozen margaritas getrunken haben. Das war, glaube ich, hat mir noch besser geschmeckt. <laughs> ich glaube, die haben es vielleicht <laughs> essbar gemacht. Äh, äh, ja, das ist, Thema Essen in den USA ist natürlich ein bisschen schwierig. Wovon du gesprochen hast, sind die Pastrami-Sandwiches bei Katz in New York. Da waren wir auch. Stimmt. Also diese Essen, die so empfohlen waren, das haben wir viel gemacht. Aber ich muss jetzt sagen, für mich vielleicht nicht das Beste. Na, doch. Das herausforderndste Essen waren sicher Crawfish in New Orleans. Also die in so einem großen, in einer großen Schale werden die ganzen Tiere da serviert für uns aus den Bergen, würde jetzt nur sagen, als Bergmädel äh, herausfordernd. Exzellent, die kommen frisch aus dem Meer, aber es ist eine Herausforderung, eine Überwindung gewesen und man gewöhnt sich ganz schnell dran, ich muss sagen. Ähm, das ist eine sehr gute Speise in den USA. Stimmt und ich habe die besten Austern meines Lebens in der Oyster Bar in der Grand Central Station unterirdisch in New York gegessen. Dazu muss man Bier trinken und eine Ketchupsoße essen, natürlich. Okay, ähm, ich denke mit diesen spannenden Essenstipps und mit diesen allgemein ganz spannenden Einblicken möchten wir unsere heutige Podcast-Folge abschließen. Wir bedanken uns nochmal ganz herzlich bei den beiden Expertinnen, Frau Dr. Ingrid Böhler und Frau Dr. Eva Pfanzelter, für dieses schöne Gespräch. Und wir bedanken uns auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich fürs Zuhören. Danke für die Fragen. Danke für das Interview. Danke fürs Dabeisein. Thanks for listening. We hope you'll tune in to the next episode. More information can be found at Center Austria's website www.centeraustria.org und auf der Homepage des Instituts für Zeitgeschichte der Universität Innsbruck www.uibk.ac.at/zeitgeschichte.